Mariella hat schon ganz viel mit ihren neuen Spielsachen gespielt und die möchte ich euch jetzt zeigen. Alles, was du zum zweiten Geburtstag geschenkt bekommen hast, ne? Das da, ja, zeig mir jetzt den Leuten alles, ne? Ja, also ich fange mal an. Sie hat hier so eine Schubstange fürs Bobbycar bekommen. Eine Puppe von Haber mit ganz viel Haaren, so ein Haarband, das ist das Tolle, man kann die komplett ausziehen. Mariella liebt es ja, Puppen auszuziehen. Von den Schuhen bis zur Unterhose, es kann alles ausgezogen werden. Dann hat sie ein Musikbuch bekommen mit Mikrofon. Das kann man ganz leicht einfach anschalten und dann kann sie dazu singen mit diversen Kinderliedern und hier auch mit Musik. Da drücke ich jetzt mal nicht drauf, weil die spielen richtig lange. Dann hat sie ganz viele Schneeanzüge und Skijacken bekommen. Rosa, blau und grün. Und dazu noch die rosa Hose. Dann ein Weihnachtsbuch mit CD. Das sind Lieder mit schönen Bildern drin. Und vorne eben auch die CD dazu. Dann ein Puppen-Maxi-Cosi mit einer Baby-Born-Puppe und zugehöriger Flasche. Und die Puppe kann man auch mit in die Badewanne nehmen. Und das soll ich zeigen. Das ist ein erstes Memory. Das sind Memory-Karten, die etwas dicker sind. Selber noch nicht reingeguckt, ja. Die sind noch so verpackt. Und damit hat sie heute noch nicht gespielt. Die sind etwas dicker, die Memory-Karten. Schön griffig. Mariella, lass es liegen, ich heb's auf. Schau, Mama hebt's auf. Kann sich wieder hersetzen. Müssen wir jetzt noch alle rausmachen. Und dann können wir das erste Mal Memory spielen. Ja. Dann hat sie ein Puppenbett bekommen. Das gibt es bei IKEA. Mit Decke, Kopfkissen und Matratze in Anführungsstrichen. Also es ist so ein Spannbezug. Das hat, glaube ich, so 17 Euro müsste das gekostet haben. Für ihre Puppen eben. Dann einen Schlafanzug. Ein sehr süßes Buch und zwar die Eule mit der Beule. Da hat sie schon ein Buch aus der Reihe. Ja. Dann ein Sachen suchen, frohe Weihnachten. Also sie liebt so Bücher mit Aufgaben. Also die Gegenstände hier muss sie dann in dem Bild hier suchen. Das ist jetzt speziell Thema Weihnachten für die Vorweihnachtszeit. Dann ein Winterwimmelbuch. Das mag sie auch total gern. Wimmelbücher. Dann ein großes Wimmelbuch im Wald. Auch sehr schön aufgemacht. Ich zeige es euch mal. Muss ich ein bisschen weiter weghalten. Genau. Dann ein Themenpuzzle. Und zwar muss sie da zuordnen, was die Tiere essen. Jetzt hier zum Beispiel die Maus den Käse. Da gibt es auch diverse von der Reihe. Das soll man auch noch zeigen. Dann noch ein erstes Spiel und zwar mein erster Obstgarten. Obstgarten kennen bestimmt viele. Und das ist aber jetzt speziell für Kinder unter 3. Das sind nämlich die Obststücke größer. Also nicht verschluckbar. Das auch noch zeigen. Dann viel los auf dem Biobauernhof. Das ist jetzt ein Wimmelbuch von Naturkind. Das ist eigentlich so wie die anderen. Außer dass halt hier auf ökologische Agrarwirtschaft Wert gelegt wird. Das müssen wir auch noch zeigen hier. Das soll ich das gleich zeigen? Ja? Okay. Dann hat sie ein Backset bekommen mit Handschuhen, Geschirrtücher und einer schönen Schürze. Dann noch ein Wimmelbuch auf dem Bauernhof. Also viele neue Bücher. Da mache ich zum Beispiel so, dass ich Bücher bei ihrem Kinderzimmer habe. Gleich. Und Bücher hier im Wohnzimmer und ich immer aussortiere, damit es immer wieder was Neues in der Bücherkiste ist und auch interessant bleibt.
Und dann hat sie noch einen Adventskalender bekommen, und zwar den von Playmobil mit den Tieren und, ja, ich weiß gar nicht, Playmobil 1, 2, 3 ist es. Ja, da unten sieht man es. Ja, tada! Fertig! Genau, Mariella, wir sind fertig! So viele Geschenke hast du bekommen! Magst du noch schnell dein Outfit zeigen nochmal? Ich habe so viel geschenkt bekommen, aber es haben alle geschafft, nichts doppelt zu schenken. Nein. Ne? Wir machen das jedes Jahr so, zu Weihnachten und zu ihrem Geburtstag, dass wir einen Wunschzettel auf Amazon anlegen und was wir uns halt einfach vorstellen. Und viele machen es dann so, dass sie entweder gleich das Paar Amazon bestellen oder im ortsansässigen Spielzeugladen einfach das Gleiche oder was Ähnliches kaufen. Ne? Ja, da sind wir drin. Ja. Ja. Genau. Viel zu viel, aber in 4 Wochen ist schon wieder Weihnachten, ne? Ja. Ja. Da gibt's die nächsten Geschenke. Stimmt's? Hi. Der Geburtstagskuchen war übrigens ein Zitronenkuchen, weil Mariella isst ja nicht gerne süß. Und von dem Zitronenkuchen hat sie ein Stückchen gegessen. Und weil sie eher so die Deftige ist, gab sie dann noch diesen Igel mit den Spießen. Und davon hat sie ganz viele gegessen, ne? Ja. Die waren lecker, oder? Ja. Ja. Na dann. Ja. So. Dann war's das. Sag mal tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Ah, haben die einen Bussi gekriegt? Hier machen wir nochmal. Mua.